We live our lives in cycles, one minute to the next, an hour, a day, a year, going round in circles. Always coming back to where we started. Look up. Okay. How's the medication working? Any episodes? No, it's fine. Everything's fine. You know, if you want to talk, no visible light. I remember. August 11th, 1999. No. I don't know what to do anymore. She won't talk to me. Teachers say she's withdrawn. I can't reach her. I couldn't be reached. I was different. Changed. I needed to know. So I ran. Every cycle, every solar event I could get to, I left everyone and everything behind. Searching for something I couldn't explain. This time, I'm tired of running in circles. We spend our whole lives searching for one moment, one perfect moment of connection. Like trees reaching towards the sun. Remember this. Listen. I need you to be brave. I'm leaving for a while. I won't be far.
I'll see you very soon. Alles ist verloren. Die Welt der Tungu konnte nicht bewahrt werden. Der große Versuch, dieses letzte wahre Naturvolk gegen die Wirkungen unserer Zeit abzuschirmen, ist gescheitert. Die Macht unserer Fürsorge hat sich als gewalttätige Ohnmacht erwiesen. Der Stamm der Tungu lebt in einem abgeschlossenen Tal des Regenhochwalds. So in schicksalshafter Absonderung erhielt sich die Tungu-Tanzkultur, das einzige rein körpersprachliche Kultsystem unseres Planeten. Die Tungu kannten weder Bild noch Zeichen, nicht die einfachste Körperbemalung war erfunden, kein Ornament war ihnen geläufig. Haut, Rinde und die Tonerde vom Ufer des Flusses blieben ungeritzt. Alles, was ihm Lust und Not und Kreislauf des Lebens war, drückte der Stamm in seinen täglichen Tänzen aus. Im Wort Tungu fielen die Bedeutung von wir und die Bedeutung von Tanz ohne für uns erkennbare Differenz ineinander. Anrührend schlicht und zugleich monumental trat unseren Augen und unserer Wissenschaft der Tanz der Tungu als die letzte ungebrochene Erzählung menschlicher Frühzeit entgegen. Aber als wir, die verantwortlichen Beobachter der Weltorganisation zum Schutz bedrohter Völker, am Ende der letzten Regenzeit, nach 36 Monaten Absenz, zur streng behutsamen Bestandsaufnahme im Tal eintrafen, fanden wir eine völlig veränderte Szenerie vor. Erstmals in ihrer Stammesgeschichte huldigten die Tungu dem Bildnis einer furchtbar eindeutigen Gottheit. Der Stamm fertigte kleine und große Exemplare aus Knochen, aus Holz, Lehm und Harz. Sogar die Schädel der Ahnen waren ausgegraben und mit Haaren und Pflanzenfasern beklebt worden, um dem neuen Gott zu gleichen und zu dienen. Bestimmt über 5 Meter hoch ist die auf einem Holzgerüst aus über 100 bräunlichen Schädeln zusammengefügte Plastik, die wir mitten auf dem einst freien Tanzplatz entdecken mussten. In dessen blank gestampften Kreis war bis auf wenige erschütternde Rudimente die einstige Ausdrucksvielfalt erloschen. Die jähe Gewalt des neuen Kults schien den althergebrachten Tänzen jeden Sinn entrissen zu haben. Der Anblick des erbärmlichen Gehopses trieb uns Tränen in die Augen. Als wir eine frisch errichtete Tempelhütte besichtigen wollten, wurde uns von den bislang friedfertigen Jägern der Zutritt verwehrt. Wir standen vor einem Rätsel. Aber dessen dunkelsten Winkel entsprang das Licht der Lösung.
Unerklärlich schien uns vor allem die Herkunft der ornamentalen Kunst, die der Stamm mit seinem ersten Gott verband. Aus heiterem Himmel waren die Tungu zu 5 scheinbar abstrakten Zeichen gekommen, die sie auf große Blätter malten, in ihre Gefäße kratzten und sich gegenseitig mit Pflanzenfarben auf die Bäuche und in die Gesichter tätowierten. Etwas in uns sperrte sich gegen die schlagende Einfachheit der Erklärung. Wahrscheinlich war die Entschlüsselung dieser Chiffren schlicht zu simpel, um sogleich zu gelingen. Weder Tier- noch Pflanzengestalt, weder die Krümmung des Flusses noch die Horizontlinie der Bergkämme gaben ihnen ihren Verlauf. Strich und Bogen sind in ihrer jeweiligen Zusammenfügung nichts anderes als die recht getreue Nachahmung von lateinischen Lettern. 5 unserer Großbuchstaben bilden das neue kultische Kapital des Stammes. C, E, I, M und das R. Als einzelne Lettern, in Paaren, in Dreier-, Vierer- und Fünfergrüppchen finden sie Verwendung und obwohl wir den entscheidenden Erkenntnisschritt getan glaubten, dauerte es noch mehr als einen Tag, bis uns merkwürdig verzögert auffiel, dass eine Fünferkombination besonders häufig auftritt. Wir wollten alles wissen. Satellitentelefon, Verstärkung, Spezialeinheit, Blendgranaten, Reizgas. Wir folgten, um unsere Arbeit zu tun. Wir entnahmen Materialproben des Allerheiligsten, das in einem Schrein aus polierten Knöcheln aufbewahrt wurde. Mit dem Erbeuteten stiegen unsere Helikopter zurück in die sichere Schwärze des Himmels. Nun wissen wir es. Auslöser des Totenkopfkultes ist ein Stück bedrucktes Papier gewesen. Nichts weiter als das schräg abgerissene Cover eines Romanheftchens. Eine Schädelfratze mit flatterndem Haar. Darüber ist noch das Wort Crime zu lesen. Der vordere Teil des Titels, den das Schundheft führt. Unsere Chemiker fanden an der aus dem Tungu-Tempel geraubten Papierprobe mumifizierte Spuren menschlichen Kots und besondere Harnkristalle, wie sie nur entstehen, wenn unser Urin in dünnster Luft schockgefroren wird. Was für eine Niederlage. Welch eine Schmach. Denn in Unschuld können wir unsere Hände wahrlich nicht waschen. Die Tungu-Tanzkultur ist in einem Geschenk des Himmels am Ausstoß unserer sphärenzerreißenden Höhenflüge zugrunde gegangen. Dennoch, in verlegener, noch halb verhohlener Erwartung reiben wir uns inzwischen bereits wieder die klammen Finger. Kommt Zeit, kommt Rat, sagt ein altes, längst global gewordenes Sprichwort. Auch der Todpunkt rührt sich. Rein Tungu. Auch aus dem Dung dieser Vernichtung wird unsere Hegelust, wird unserem weltumspannenden Pflanzen und Pflegen ein bleicher Keimling. Soll uns die Zukunft eines großen historischen Abenteuers entgegensprießen. Thank you.
Coming to you live from the Milky Way, let's hear it for the hottest dance crew in the universe, the planet! Come on, Bruno, it's starting. Wait for me. And our hotshot Mercury. Jupiter, large and in charge. Look out, Neptune. Look, I'm big like Jupiter. Oh no, look out! There goes Saturn, sitting her ring, and Earth! He's so stellar. Mars and Venus turning up the heat. Would you do anything to be a planet? Then get ready for an intergalactic dance-off. The winner gets a spot on the planet's dance crew. This could be you. Pluto, that's totally you. You have to try out. But they're the planets, and I'm just weird. You're not weird to me. You just need to practice. Cold reaches of space, Pluto! Oh my gosh, Pluto! You did it! That was amazing! Whoa! Who's the asteroid? This is my friend Sharon. This weirdo is your friend? Come on, Pluto. Let's get out of here. She's not weird to me. Well, she's not coming with us. Come on, Pluto. If you're not a planet, what are you? Exactly what I meant to be. Wanna grab a shake of the Milky Way? I would miss it for the world. Clear. Or what do you get?
It's his technology for the strangers. The strangers have this. It's from his book. Look at these designs. Look at these plans. He is coming after us. We cannot trust him. He's one of them. We cannot have him around us. This is the technology the strangers have. The strangers bought this. We have to destroy him. We cannot trust him anymore. Come on. Together. Look at it there. We need to destroy him. We have to stop him. Come on. It is decided. Man your weapons. The alchemist's time has come. There are stains on my window, deep strung purple and blue. The trees are overgrown outside, they compromise my view. It's the fountain in the corner, crystal sitting within. There's a twisted staircase going down, down, down. I think it must be where I came in. It's a lantern on the pathway. I'll never look too bright to me. In the gate, swollen and broken now. Smash it down, a corner. Your face walking out my door. Are you coming? It's that look in your eyes. World seen so many sunsets now. Sworn to see the damn thing rise. Where is my land? Where is my land? We'll be right back.
the saddest.